Hallo zu einem neuen Video auf den Wegdesk-Kanal. Heute, ich bewerte eure Setups, Part 32. Heute wieder 6 geile Setups vom Start. Ich bin schon wirklich hyped drauf. Aber schreibt mal in die Kommentare, was für Formate ihr wirklich in Zukunft sehen wollt. Also, welche Setup-Gadgets ihr sehen wollt, zum Beispiel Monitore, Computer, Lautsprecher, Tastaturen oder vielleicht auch ganz neue Formate, die vielleicht bis jetzt noch niemand gebracht hat. Schreibt ihr auf jeden Fall mal gerne unten in die Kommentare, weil dann kann ich wirklich die Videos produzieren, die ihr wirklich sehen wollt. Also macht es und ich würde sagen, wir starten direkt für heute mit dem ersten Setup rein. Das erste Setup von heute ist von Michael, hat 3.500 € gekostet und er benutzt das für Schule, Gaming, Videos schneiden und zum Streaming. Er hat hier ein Single Monitor Setup am Start. Und als Monitor hat ein Acer 24 Zoll, 165 Hertz. Den Monitor hat er hier richtigerweise an der Wand festgemacht. Links auf seinem Tisch steht dann nur noch sein Laptop, das ist der Acer Nitro 5, das ist genau dasselbe Laptop, den ich auch bei meinem Gast-Setup habe. Aber rechts auf seinem Tisch steht dann nur noch sein PC, in dem er eine RTX 3060 verbaut hat und eine Intel Core i5 in der 10. Generation. Sonst bei dem PC sieht es nicht wirklich clean aus, aber ich würde hier auf jeden Fall empfehlen, dass du dich hier eine I.O. einbaust, würde den PC auf jeden Fall deutlich aufwerten. Aber wir gehen jetzt weiter direkt zu seiner Peripherie. Und als Maus hat er eine Rocket Com Pro Ultra am Start und als Tastatur eine Rocket Vulkan Pro. Sieht auf jeden Fall sehr clean aus und dazu hat er auch noch das Rocket Sense Aimer am Start. Sein Setup sieht fürs Erste schon mal ziemlich gut aus. Hier würde ich vielleicht noch einen Rahmen an die Wand machen und eine indirekte Beleuchtung. Vielleicht würde ich auch hier irgendwie Displays noch oben hin machen. Und hier kann ich gerade schon mal was leaken. Nämlich habe ich mir am Black Friday 3 Displays bestellt, die werden in Ich baue mein Traum-Gaming-Setup Part 8 kommen. Aber sonst in sein Zimmer hat er links noch sein Fernseher hängen, sieht aus wie ein 65 Zoll Fernseher, aber hier direkt über der Wand von dem Monitor passen noch wirklich Nanoleafs hin, würde wirklich sehr geil aussehen und insgesamt würde ich das Cable-Management doch ein bisschen besser machen. Sonst aber wirklich schon mal ein geiles Setup. Das zweite Setup von heute ist vom Toprock Let's Play, hat 3.500 € gekostet und er benutzt das für Streaming und er hat hier ein Dual Monitor Setup am Start. Den rechten Monitor hat er sogar hochkomplatziert und als Monitore kommen hier zweimal ein Acer 27 Zoll an den Start. Und als Monitore kommen hier zweimal ein AOC 27 Zoll Monitor an den Start. Er hat im Hintergrund auch noch 3D Wallpanels am Start, unten fehlen noch 3. Aber ihr müsst euch jetzt ein 12er Pack wiederholen, was 60 € kostet, dass er die 3 auffüllen kann. Du kannst dir mal schauen, ob du in der Nähe ein Kaufland hast, weil ich habe gehört, dass man sich die da für 1,60 € ziehen kann. Wenn ich dran denke, mache ich meinen Link zu dem Kaufland unten in die Beschreibung rein. Als Maus und Tastatur bei diesem Setup hat er eine Action Maus und als Tastatur eine Razer Sinus Chroma. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Tastatur, aber hier kann ich nur empfehlen, Kabel zusammen machen, rechts am PC runterführen, würde ich einfach deutlich cleaner aussehen. Auf der rechten Seite seines Zimmers steht dann nur noch sein IKEA Kallax Regal, was ich sehr geil finde, weil ich einfach sehr viele Red Bull Editionen am Start hat. Und er hat hier sogar die Red Bull Peach Edition am Start, die ist wirklich limitiert und ich wünschte, ich hätte damals auch zugeschlagen. Er hat ja schon mal ein sehr geiles Setup am Start, was ich aber noch empfehlen kann, ist, dass er seine beiden Lichter irgendwie an der Wand festmacht, dass er dieses Stativ auf dem Tisch nicht braucht, aber sonst wirklich ein recht geiler Setup. Das nächste Setup von heute ist vom Julian, hat ungefähr 2.300 € gekostet und er benutzt es zum Zocken und natürlich Stream schauen. Er hat hier auf jeden Fall ein Dual Monitor Setup am Start, dasselbe Gehäuse wie ich, aber was ich auch sehr geil finde, oben hat er so ein Wandregal, wo er sehr viele Energies drauf hat. Und links hat er noch eine Level Up Galaxy Edition stehen und auch noch die Level Up Black Edition, die wirklich sehr limitiert ist. Aber bei seinem Dual Monitor Setup hat er einmal rechts einen AOC 24 Zoll 144 Hz Curved Monitor am Start und links hat er auch noch einen Bank 24 Zoll 60 Hz Monitor am Start und beide hier hat er guterweise mit einer Teststatterung festgemacht. In seinem PC hat er einen AMD Ryzen 5 3600 am Start und als Grafikkarte eine RTX 2060. Was ich aber noch sehr geil finde, ist die Wasserkühlung. Ich finde, der Kühlkörper sieht einfach hier ultimativ geil aus. Was ich aber auch geil finde, ist ein Gehäuse, weil ich habe einfach dasselbe. Wir gehen jetzt noch runter zu seiner Peripherie und hier hat er als Maus eine Razer Basilis V2 am Start
und eine Tastatur, eine Razer Huntsman Mini am Start. Sieht wirklich auch sehr clean aus, außer das Kabel von der Maus, weil es einfach so schwarz ist, finde ich stört. Aber was soll man dagegen machen? Hier kann ich eigentlich nur empfehlen, dass man sich so eine weiße Kabelummantlung holt. Kann man sich auf Amazon oder auf anderen Seiten ziehen, kostet vielleicht einen Fünfer, aber tut es einfach deutlich cleaner machen. Sein Kabelmanagement unterm Tisch hat er hier mal auf eine andere Weise gelöst. Sieht auch wirklich clean aus, kann man es dagegen nicht sagen. Kann ich hier auf jeden Fall auch empfehlen, dass man sich so zwei schwarze Bretter holt mit so einem Griff oben, dass man die einfach wegmachen kann. Tut auf jeden Fall die Kabel auch verstecken. Bei seinem Setup kann ich jetzt so auf den ersten Blick nicht mehr wirklich viel empfehlen. Vielleicht kann er links und rechts so ein kleines Neonplace-LED-Schild oder so ein Neon-Planet hinmachen. Würde glaube ich auch noch sehr clean aussehen, also das Neon-Sein dann an die Wand festmachen. Aber sonst würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Setup. Zum nächsten Setup für heute. Das ist von Basti, hat ungefähr 1.900 € gekostet und er benutzt das zum Streaming, Programmieren, Zocken und zum Flexen. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick kommt mir dieses Setup relativ bekannt vor. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das Setup schon kennt, aber mir kommt es auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ich weiß gerade auch nicht, aber er hat hier ein Dual-Monitor-Setup am Start. Er hat zweimal ein AOC, 24 Zoll, aber er hat noch geschrieben, dass einer noch dazu kommt. Also hat er dann einfach ein Triple-Monitor-Setup und man kann schon an seiner Monitorhalterung erkennen, dass er hier so eine Dreierhalterung gekauft hat. Also bin ich schon gespannt, wenn sein dritter Monitor dazu kommt. Aber den kann ich euch empfehlen, dass er sich einen größeren Tisch kauft. Wir gehen direkt zu seiner Peripherie und das Maus hat eine Madcast Red 6 am Start und das Tastatur eine Razer Black Widow Chroma. Sehen hier auf jeden Fall auch sehr geil aus. Hier braucht er wegen den Kabeln sich nicht kümmern, weil er hier ein schwarzes Mauspad hat und schwarze Kabel und im Endeffekt passt es denn. Oben drüber steht dann auch noch sein Stream Deck. Als Stuhl hatte ich einfach einen RGB-Stuhl am Start. Finde ich, sieht eigentlich ganz okay aus, aber ich muss ehrlich sagen, ich mir selber würde ich mir jetzt keinen RGB-Stuhl ziehen, aber jeder kann ja selber entscheiden, was er sich zieht. In seinem PC, der hier am Tisch dranhängt, weil er einen höhenverstellbaren Tisch hat, aber auf jeden Fall in seinem PC ist ein AMD Ryzen 7 5800X und als Grafikkarte eine RTX 3070 Ti, womit er auf jeden Fall nichts falsch macht. Bei seinem Setup hier kann ich eigentlich nur empfehlen, dass er sich noch irgendwie Displays, Nanoleaf oder 3D Wallpanels holt, dass einfach der Hintergrund noch irgendwie ausgefüllter ist. Und er tut im Hintergrund irgendwie so dunkelblau, dunkelgrau streichen. Würde auch noch recht geil aussehen, dass es so einen kleinen Kontrast bietet. Aber sonst eigentlich schon mal ein recht geiles Setup. Und natürlich auch noch einen größeren Tisch. Das vorletzte Setup von heute ist von Michael, hat 6.000 € gekostet. Und er benutzt es für Arbeiten, Gaming und zum Chillen. Und er hat hier ein Triple Monitor Setup am Start. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus, aber als Monitor hat er ein Gigabyte 27 Zoll am Start und als Links- und Rechts-Monitor hat er ein Bank 24 Zoll am Start. Rechts steht dann auch noch sein richtig geilen PC im D&D-Gehäuse und in seinem PC hat er ein AMD Ryzen 7 3700X drin und als Grafikkarte eine RTX 2080 Super. Bei dem PC kann ich auf jeden Fall eine AIO empfehlen, weil das wird den PC einfach noch ultra aufwerten. Und dass er unten RGB-Lüfte noch hinmacht und oben wird den PC einfach deutlich geiler machen. Über seinem Monitor hängen nur noch 6 Displays, sieht wirklich meiner Meinung nach sehr gut aus und wirklich für jeden eine Inspiration, wie man seine Wand voll machen kann. Ich finde die verschiedenen Displays hier wirken einfach sehr gut und gemütlich, kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Als Maus hat er eine Rocket Cone Aim am Start und als Tastatur eine Rocket Vulcan 121 und er hat hier die Kabel mit Kabelclips in der Mitte festgemacht. Kann ich so auf jeden Fall noch weiterempfehlen, wenn man den Tisch nicht reinbauen will. In sein Zimmer steht dann auch noch links eine Wohnwand, wo auch noch sein Fernseher hängt, der 48 Zoll hat. Sieht wirklich alles sehr gemütlich aus, auch mit dem BMW Autoreifen hier. Einfach nur ein wirklich sehr geiles Zimmer. Was hier vielleicht jetzt nicht direkt passt, ist der Tisch bei seinem Setup, aber ich finde, der passt irgendwie ins ganze Zimmer, weil dieselben Farben wie der Tisch haben auch die Wohnwand. Aber ich kann zu diesem Setup nur sagen, dass es wirklich sehr gemütlich aussieht. Und ich glaube wirklich, dass man sich da drin wirklich wohlfühlt. Das sechste Setup von heute und damit auch das letzte Setup ist vom Luca, hat 1.700 € gekostet und er benutzt es für Gaming. Er hat hier ein Dual Monitor Setup am Start, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt erstmal auf seine Peripherie ein. Und das Maus hat eine Glorious Model U, wirklich eine sehr geile, leichte Maus. Und als Tastatur
hatte eine Razer Huntsman Tournament Edition am Start. Wenn wir weiter zu seinem PC gehen, hatte ich hier einen clean weiß gehaltenen PC am Start, ohne RGB oder sonst was, aber als Prozessor hat er dann AMD Ryzen 5 3600 am Start und als Grafikkarte eine GTX 1650. Hier würde ich noch empfehlen, dass du dir irgendwie eine I/O einbaust, vielleicht ohne RGB, würde einfach in dem PC noch sehr geil aussehen und vor allem Cable Sleeves würden den PC auch noch deutlich aufwerten. Als Monitore hat er dazu geschrieben, dass der mittlere von AOC ist und der linke von Asus, sonst hat er es hier nichts dazu geschrieben, aber ich würde hier auf jeden Fall empfehlen, dass man die Lücke zwischen den Monitoren mit wegmacht und die Monitore irgendwie zusammenschiebt. Bei seinem Setup kann ich nur sagen, dass ich hier noch irgendwie das mit den Kabeln einfach cleaner machen kann, vor allem auch mit den Cable Sleeves im PC. Über den Monitoren würde ich noch Displays hinhängen oder irgendwie anderen RGB-Stuff, aber er hat dazu geschrieben, dass er eher beides also gemütlich mag, deswegen denke ich, hat er bei seinem Setup jetzt nicht so viel RGB verbaut, deswegen empfehle ich jetzt auch keine LED-Strips, weil man könnte jetzt hinterm Tisch, hinter dem Monitor und unterm Tisch einen LED-Strip hinmachen, würde für meinen Geschmack es besser aussehen, aber wirklich kann jeder selber entscheiden, wo er LEDs hinmacht und wo nicht, weil viele würden sagen, dass ich jetzt zum Beispiel in meinem Zimmer viel zu viel RGB habe, aber ich persönlich muss sagen, dass ich wirklich so viel LED, wie ich in meinem Zimmer habe, ist wirklich 1 zu 1 perfekt. Das war's für heute, auch mit dem Video, mit dem Ich bewertere Setups Part 32. Ich hoffe wirklich, er hat euch gefallen, aber ich würde sagen, lasst ein Like da, ein Abo und einen Kommentar und teilt es mit euren Freunden. Schreibt mir in die Kommentare, welches Setup euch heute wirklich am besten gefallen hat. Und sonst würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dorthin und tschüssi.